Am Samstag, den 25.01.1997, wurde durch das diesjährige Altstadtfest die Marktsaison eröffnet. Trotz der nicht gerade richtigen Temperaturen, die zu einem Bummel über den Markt einladen, waren bei der Eröffnung am Samstag eine große Schar von Besuchern gekommen, um sich das bunte Treiben auf dem Plauner Altmarkt nicht entgehen zu lassen. Neben vielen Verkaufsständen waren auch in diesem Jahr die Vorführungen der Landsknechte wieder Publikumsmagnet. Die tschechische Gruppe Viktum begeisterte die verweilenden Passanten mit Kampfszenen aus dem 16. Jahrhundert. Auch eine Dame war an diesen Kampfhandlungen beteiligt, auch wenn sie am Ende unterlag. In den Feuer wurde eine schmackhafte Rittersuppe zubereitet und überhaupt war dieser inszenierte mittelalterliche Kampfplatz stets von den Schaulustigen dicht umlagert. Bei den Händlern drängte sich natürlich auch bei den Marktschreiern immer eine dichte Schar, nicht nur um ein billiges Schnäppchen zu machen. Allein schon die Anpreisung der angebotenen Ware ist zum Schmunzeln einladender Genuss. Wenn ihr das mitnehmt, gebe ich hier nochmal 300 Gramm schönes Lachsrauffilet dabei. Hallo, die Schmippen haben wir genommen. Hallo, die Schmippen! Schakalaka! Mit der sechsten Auflage dieses Altstadtfestes hatte man wieder sein Ziel erreicht, die Innenstadt für Plauner und Gäste attraktiver zu machen. So zumindest Frau Nareika als Veranstalter und Wirtschaftsförderer Ulrich Fritsch als Vertreter des Rathauses. Auch die Beteiligung von einheimischen Händlern, welche dieses Jahr bei 25 bis 30% lag, sollte Optimisten stimmen, auch wenn sie noch höher liegen könnte.